SR1 Bundestagswahl-Special. Mein Name ist Josefine Ortlieb. Ich bin direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Saarbrücken, wo ich auch zu Hause bin, und bin parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion. Hallo Frau Ortlieb, warum sind Sie in der SPD? Die SPD ist für mich die Partei, die sich dafür einsetzt, dass unsere Gesellschaft gerecht ist, dass jeder die gleichen Chancen bekommt in unserer Gesellschaft. Und schon als junge Frau habe ich mich total dafür eingesetzt. Und deswegen war es für mich die logische Konsequenz, Mitglied der SPD zu werden. Was wollen Sie in Berlin fürs Saarland erreichen? Das Saarland steht vor einem Strukturwandel, den wir aus Berlin mitgestalten können. Deswegen ist es uns wichtig, als SPD mit einem starken Kanzler Olaf Scholz die Transformation, den Strukturwandel im Saarland für die Wirtschaft, für die Industrie, aber vor allen Dingen für die Beschäftigten zu gestalten, damit wir auch in 10 und 20 Jahren noch gute Arbeit an der Saar haben. Sie sind in Saarbrücken geboren. Ihre früheste Kindheitserinnerung? Die früheste Kindheitserinnerung ist für mich, wie ich durch das Restaurant meiner Eltern laufe und durch das Gewusel und in der Küche ende. Das sind immer sozusagen meine frühesten Kindheitserinnerungen. Was können Sie besser als Olaf Scholz? Darüber habe ich mir tatsächlich noch nie Gedanken gemacht. Vielleicht, die Haare stylen, weil so viel Haar hat er nicht mehr. Ihr letzter Streit mit einem Parteifreund oder einer Parteifreundin? Auch darüber muss ich nachdenken, weil wahrscheinlich auf einem der letzten Parteitage, da ist es ganz normal, dass man sich inhaltlich mal auseinandersetzt. Welchen Tweet haben Sie bereut? Ich bin nicht so aktiv auf Twitter, deswegen kann ich nicht sagen, dass ich da bisher einen bereut habe. Es gibt einige, über die ich mich heute noch freue. Frühaufsteherin, Nachteule oder beides? Frühaufsteherin und dafür aber auch gerne früh ins Bett gehen. Kaffee oder Tee? Kaffee, ganz klar. Hund oder Katze? Ich bin ein Katzenmensch. Ich hatte schon als Kind viele Katzen und bin da irgendwie immer geblieben. Regierung oder Opposition? Regierung mit Olaf Scholz als Kanzler. Gemeinsam mit welcher Partei oder welchen Parteien wollen Sie Deutschland regieren? Für mich kommt es darauf an, progressive Politik zu machen in einer nächsten Bundesregierung. Das wird sich zeigen in den Tagen nach der Wahl, aber erstmal geht es darum, dass die SPD stärkste Kraft wird. Wie gut passt Karl Lauterbach zur SPD? Karl Lauterbach passt sehr gut zur SPD, denn er ist kompetent in dem, was er tut, ist konsequent in dem, was er sagt, und genau das ist auch das, wofür die SPD steht. Ihr größter politischer Fehler? Mir fällt nicht die eine Situation an. Es gibt natürlich aber Entscheidungen, die ich vielleicht heute anders treffen würde, auch bei Abstimmungen im Deutschen Bundestag. Warum braucht die SPD Josefine Ortlieb? Die SPD hat sich zum Ziel gemacht, mehr junge Gesichter zu zeigen, die wir in unseren Reihen haben, mehr Frauen zu zeigen. Und genau deswegen bin ich für die SPD, trete ich für die SPD ein, weil wir das als Partei zusammen auch vorleben. Wahlabend 18 Uhr. Das erste persönliche Wort kommt von? Wahrscheinlich meinem Team, mit dem ich in dem Moment zusammen sein will, weil die für mich in den letzten Wochen und noch die nächsten 2 Wochen gelaufen sind. SR1. Deine 1.